Herr Nachhammer, wir sind jetzt hier in der Ausstellung. Vielleicht können Sie den Zuschauern noch mal zeigen, anhand der Exponate, was jetzt neu ist seit 2008. Ja, wir haben ja die Ausstellung hier wieder aufgestellt und genau die mittlere Stele, auf die wir jetzt zugehen, die ist neu. Sie behandelt Berlin. Sie zeigt insbesondere Bilder aus der oder von der Synagoge Fasanenstraße. Mhm. Und das ist, sagen wir mal, das, was wir jetzt hier in den Mittelpunkt gestellt haben, weil wir in der vorherigen Ausstellung im Zentrum Judaicum waren, sozusagen in der neuen Synagoge, das haben wir hier nicht. Und deshalb ist jetzt hier dieser Schwerpunkt auf Berlin. Und dann kann man hier halt auch sehen, die Bilder der Zerstörung, wie sie halt waren. Also die große Charlottenburger Synagoge, die heute noch als Gemeindehaus mit dem alten Eingangsportal steht. Und das, denke ich mal, ist auch ein besonderer Mittelpunkt dieser Ausstellung. Und auf der Rückseite, hier auf der Rückseite sehen wir eben Auszüge aus diesem Wegweiser durch die jüdische Gemeinde, den der Vater von Hermann Simon bei sich aufbewahrt hat. Und dann kann man hier halt erkennen, wie das mit den einzelnen Synagogen gewesen ist. Also zum Beispiel die Hinterhof-Synagoge in der Riekestraße, die ja heute auch noch steht. Die ist wegen der nahe umstehenden Häuser nicht in Brand gesetzt worden und konnte deshalb Pesach, also sagen wir April 1939, wieder eröffnet werden. Das hat der Vater von Hermann Simon bei einem Rundgang sozusagen oder bei mehreren damals handschriftlich notiert. Und insofern ist das auch ein besonderes Dokument. Das heißt, das war auch nahezu generalstabsmäßig geplant, wenn Sie jetzt darauf hinweisen, dass bei Synagogen, die innerhalb von Wohngebieten lagen, dass die Zerstörung so vonstatten ging, dass eben die Nachbarhäuser, wo eben nicht jüdische Bürger auch wohnten, nicht mit zerstört werden konnten. Ob es generalstabsmäßig geplant war, weiß ich nicht, aber es ist sehr gut geplant worden. Das kann man besonders an der Synagoge in der Heide-Reuter-Gasse sehen. Das war eines der ältesten nicht königlichen, also bürgerlichen Gebäude in Berlin, ein barockes Gebäude. Das hatte die Deutsche Post erworben, wollte dort später ihr Hauptpostamt einrichten, hatte aber in der Zwischenzeit, weil ja Geld nicht stinkt, die Synagoge weiter an die jüdische Gemeinde vermietet. Dieses Gebäude wurde in der Pogromnacht nicht beschädigt und auch nicht angegriffen. Insofern kann man schon davon ausgehen, die Post wusste, was auf sie zukommt und hat dafür gesorgt, dass dort eben kein Schaden entsteht, denn sie wollten das Gebäude ja behalten. Herr Nachhammer, die Ausstellung beginnt, wenn ich das richtig gesehen habe, mit dem Sommer 38. Also warum haben Sie den Zeitpunkt dort gesetzt? Ja, da fängt es sozusagen an, dass sehr militant sowohl hier in Berlin als auch andernorts auf Juden zugegangen worden ist. Man muss einfach so sehen, es hat in der im Vorfeld der Olympischen Spiele, wie das der Aufbau mal Anfang der 40er Jahre geschrieben hat, eine Kreidezeit gegeben. Also die Nazis haben Kreide gefressen, wie in dem berühmten Märchen, um im Kontext der Olympischen Spiele sozusagen sich als gute Gastgeber darzustellen. Das hat nach den Olympischen Spielen dann wieder aufgehört und dann sieht man eben, wie die Dinge ihren Lauf nehmen. In München wurde ja zum Beispiel die große Synagoge demoliert im Sommer 1935. Also man erkennt sozusagen, da kommt mehr Militanz rein. Und insofern war dann zunächst einmal im Oktober 1938, also kurz vor dem Novemberpogrom, die Deportation der sogenannten polnischen Juden aus Deutschland ein Auftakt als Reaktion darauf, weil diese Menschen jetzt in dieser kalten Oktober-November-Zeit vor einem freien kampieren mussten. Die Polen wollten sie nicht reinlassen. Diese Leute waren mehrere tausend im Niemandsland. Hat Grünspan, ein Jude in Paris, ein Attentat eben auf einen Mitarbeiter der deutschen Botschaft gemacht, ein Pistolenattentat. Und von dem Augenblick an liefen sozusagen die Vorbereitungen für diesen Pogrom. Und als dann in der Nacht zum 9. November die Nazi-Führung beieinander saß, in München beieinander saß, nämlich um ihre alten Kämpfer zu gedenken, die beim Feldherrenmarsch am 9. November 1923 ums Leben gekommen war. Und die wiederum haben den Feldherrenmarsch am 9. November gemacht, weil am 9. November 1918 die Republik ausgerufen worden war in Berlin. Also all diese Dinge sozusagen hängen inhaltlich zusammen.
Also die saßen in München beieinander, da kam die Nachricht und dann wurde der vorbereitete Pogrom per Telefon ausgelöst. Was auffällig ist, dass es kaum Fotos gibt von Berlin 1938, von der Pogromnacht. Wie erklärt sich das? Naja, es gab vom Propagandaministerium, also von Goebbels, die Weisung, keine Fotos zu machen. Die Fotoberichterstatter sind also deshalb gar nicht ausgerückt. Und es ist dann auch so, dass in der New York Times, das haben wir in unserem Katalog auch abgebildet, ein erster Bildbericht erst am 20. November erschien und der auch nicht über eine brennende oder zerstörte Synagoge, sondern über eine Schaufenstersituation, also wo ein Laden demoliert worden ist. Also man kann das sehr deutlich erkennen, das ist eben so, wenn man hat man ein solches Propagandaministerium, das solche Dinge macht, dann wird das auch von den Bildberichterstattern, auch von den Internationalen befolgt, merkwürdigerweise. In der Provinz ist es etwas anders gewesen, da haben eben einzelne, sagen wir, freie Bildberichterstatter dann doch durchaus Fotos gemacht. Die hat die Topografie des Taos ja auch vor einigen Jahren in dem Bildband Vor aller Augen publiziert. Und da hat sich sozusagen, da war das Propagandaministerium dann ein Stück zu weit weg, um mit seinen Weisungen durchzudringen. Herr Nachramer, was noch neu ist, ist die Wand hier hinter uns. Vielleicht können Sie kurz mal erläutern, was wir hier sehen. Naja, wir sehen hier, ich glaube, 26 ausgewählte Orte, alphabetisch angeordnet, reichsweit. Also auch Orte wie Breslau, die sozusagen, oder Posen, die heute nicht mehr zur Bundesrepublik gehören, die aber damals zum Reich gehörten mit ihren Synagogen. Und was ist aus diesen Synagogenbauten geworden? Also in einigen Fällen sind die Gebäude rekonstruiert worden, in einigen Fällen sind Grünflächen angelegt worden und vielleicht ein Denkmal errichtet worden, in anderen Fällen sind Neubauten, die gar nichts damit zu tun haben, errichtet worden. Also wir haben das ein Stück auch danach ausgewertet, wie das ist. Und in einigen Fällen gibt es eben Zweckentfremdung, also Posen sei genannt, dort ist in der Synagoge noch heute ein Schwimmbad untergebracht, in dem alten Synagogalgebäude. Und eigentlich deutet sozusagen, wenn man mal von einer temporären Installation, die dort vorgenommen wurde mit schwimmenden Kerzen auf dem Wasser, absieht, deutet dort sozusagen nichts auf die Geschichte dieses Gebäudes hin. All das gibt es sozusagen und das haben wir versucht sozusagen hier zu zeigen. Ich glaube, an einem Beispiel ist auch, das ist auch ganz absonderlich, ich weiß nicht, ob das wo das jetzt genau war, da wurde jedenfalls aus der ehemaligen Synagoge eine evangelische Gemeinde, eine evangelische Kirche. Na gut, also wenigstens ein Sakralbau geblieben, das ist ja, sagen wir mal so, aber natürlich auch Hamburg, wo heute der große Sendesaal des NDR in der Synagoge drin ist, also ich habe da mal eine Veranstaltung drin gehabt. Es kommt einem schon sehr, also es ist schon sehr merkwürdig. Es läuft einem schon irgendwie so eiskalt den Rücken runter, wenn man dann da hinkommt und durch das Gebäudeportal durchgeht, wo man noch immer sieht, wo die große Menora stand, wenn man das Gebäude in seiner alten Ausformung sieht und in seinem heutigen Gebrauch. Das ist schon merkwürdig. Mhm. Herr Nachramer, was verbinden Sie persönlich mit dem 9. November 1938? Naja, für mich persönlich, ich meine, es ist so, ich kenne ihn aus den Schilderungen meiner Mutter, die ihn hier in Berlin erlebt hat, in der Jenaer Straße, wo sie mit ihren Eltern gewohnt hat, wo sie eben miterleben musste, wie aus anderen Wohnungen, also nicht aus ihrer, aber aus anderen Wohnungen, das Mobiliar aus den Fenstern geschmissen wurde, wo die Leute geplündert haben. Also wo es sozusagen nicht nur um Synagogen und Geschäfte ging, sondern wo es auch um Wohnungen ging. Und das offenbar für die Familie meiner Mutter sehr bedränglich und gefährlich gewesen ist, jedenfalls so in Erinnerung ist. Insofern ist das nicht nur ein abstrakter Tag, sondern es ist auch ein Tag, der sozusagen in der Familiengeschichte und in dem, was man erfahren hat, auch als junger Mensch, eine Spuren hinterlassen hat. Kann man das dann so deuten, dass Sie 75 Jahre danach mit dieser Sonderausstellung und dem Zusatz dieser Beispiele, der 26 Beispiele, auch nochmal darauf hindeuten wollen, wie wichtig es ist, mit Geschichte umzugehen und in welcher Form man das tun sollte? Ja, auf alle Fälle.
Also ich finde ja, Geschichte ist auch nicht nur etwas, was in der Vergangenheit passiert, sondern auch etwas, was gegenwärtige Bezüge hat. Wenn man weiß, dass in den letzten 2, 3 Jahren in islamischen Staaten viele Kirchen demoliert und niedergebrannt wurden, wenn man weiß, dass es in anderen Staaten auch Moscheen getroffen hat, dann weiß man, dass Sakralbauten noch immer Zielscheibe von Aggressionen sein können. Und das, finde ich, zeigt diese Ausstellung hier eigentlich ganz deutlich, dass selbst in einem Land in der Mitte Europas, Mitte des 20. Jahrhunderts, so etwas möglich war. Und dass, glaube ich, die Welt noch große Schritte machen muss, bis es dazu kommt, dass insbesondere religiöse Minderheiten in Staaten mit anderen religiösen Mehrheiten ihren Weg zu Gott so praktizieren können, wie sie sich das selber vorstellen. Das ist, glaube ich, etwas, was für uns alle eine Aufgabe für die Zukunft ist. Ob wir jetzt nah am Geschehen dran sind oder weiter weg, ich finde, wir tragen schon dafür Verantwortung. Vielen Dank für das Gespräch, Anna Hammer. Dankeschön. Soweit unser Kiez konkret hier aus der Topografie des Terrors in Kreuzberg, liebe Zuschauer. Die Ausstellung Es brennt 75 Jahre nach den Novemberpogromen 1938 wird morgen eröffnet. Also ab morgen können auch Sie die Ausstellung besuchen. Ich kann Ihnen nur sagen, machen Sie es, es lohnt sich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und passen Sie auf sich auf.